Hallo, liebe Freunde. Kennt ihr das auch? Man ruft im Jobcenter an und fragt, kann ich den Mehrbedarf oder den Zuschuss beantragen? Und der Sachbearbeiter sagt, nein, das geht nicht. Häufig sind mündliche Absagen falsch und können auch nicht mit einem Widerspruch begegnet werden. Deshalb sollte immer auf einen schriftlichen Bescheid bestanden werden. Stellt also immer einen schriftlichen Antrag oder verlangt einen schriftlichen Ablehnungsbescheid. Denn gegen diesen könnt ihr auch im Widerspruchsverfahren vorgehen. Nach § 33 Absatz 2 Satz 2 SGB 10 ist das Jobcenter nämlich dazu verpflichtet. Der zuständige Sachbearbeiter sollte daher darauf hingewiesen werden. Wichtig, auch bei mündlicher Zusage sollte ein schriftlicher Bewilligungsbescheid gefordert werden. Nur bei einem Bescheid besteht auch ein Rechtsanspruch, auf den man sich berufen kann. Weitere Informationen zu diesem und anderen Themen rund ums Bürgergeld findet ihr auf www.gegenharz.de. Das war's schon wieder.